hier. Ja. Dieser junge Mann war 22 Jahre alt, Richard Ott, der bereits zweimal aus der deutschen Wehrmacht desertiert wurde. Also desertiert ist, er ist mit seinem Freund von Kenstochau bis Krems auf den Dächern der Waggons gefahren und ist durchgekommen, hat sich dann bei seinen Eltern im Haus versteckt. Das Haus ist ein kleines gelbes Haus, das schräg auf der Ringstraße gegenüber der jetzigen Landesgalerie ist. Also ein kleines Haus. Dort hat er sich bei seinen Eltern versteckt und hatte aber das Pech, dass die das Klo am Gang haben. Irgendwann aber in der Nacht ist er aufs Klo gegangen und trifft dort einen Schulkameraden, der auch in dem Haus gewohnt hat, der bei der Marine war und auch im Februar, Jänner 1945 noch strammer Nationalsozialist war. Und der hat ihm gefragt, was machst du da? Du musst ja doch bei der eingerückt sein. Und er ist einfach dann in die Wohnung gegangen. Dieser Schulkamerad hat dann hier im Rathaus angerufen und hat gesagt, ich weiß, wo ein Deserteur wohnt, verhaften Sie ihn. Die Beamten waren nicht sonderlich begeistert und haben ihn das irgendwie nicht vollzogen. Und daraufhin hat er dreimal angerufen. Also, und beim dritten Mal sind sie dann gekommen, haben den jungen Mann verhaftet und haben ihn hierher gebracht. Er hat sich hier losgerissen und wollte in die Kirche laufen, nehme ich an. Hier ist der Schütze gestanden und der hat ihn ungefähr dort, wahrscheinlich wo das Telefonhütl war, erschossen. Wenn Sie jetzt auf die Bäume schauen hier, dann sehen Sie, dass wie durch ein Wunder hier plötzlich das Bild vom Richard Ott zu sehen ist. So ist diese Stadt, sie gedenkt ihrer Toten ganz ungefragt und wie durch ein Wunder. Und bei der Todesanzeige hier der Toten ist zum ersten Mal auch Richard Ott zu sehen. Wer das gemacht hat, das weiß man nicht und das wird jetzt in längere Zeit hier hängen. Es ist das erste Mal seit 1945, dass hier eines erschossenen Deserteurs gedacht wird. Das ist der Beginn.